Willkommen zu diesem Spieltest. Wie ihr seht, Balance City. Ein kleines Spiel, ich werde kein Let's Play dazu machen. Und das ist auch kein Spieltest. Ich dachte mal, so ein bisschen Aufregung kann dem Kanal ganz gut tun. Naja. Die Musik, die hier gerade läuft, ist, wie soll ich sagen, das Gegenteil von aufregend. Schön ruhig. Das Spiel an sich ist ganz leicht gestaltet, wie ihr seht. Welcome to Balance City, willkommen zu Balance City. Ich bin SUP, dein Sekretär vom urbanen Planen. Okay. Ja, und? Oh. Okay, wir sollen das hier drücken. Und dann sollen wir ein paar Häuser bauen. Okay. Erinnere dich, das ist alles mit Balance. Beginnen mit dem Bauen in der Mitte. Okay. Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Okay. Deine neuen Häuser brauchen Energie. Ich bitte sie, eine Energieplantage zu bauen. Sei vorsichtig, die sind ein bisschen schwer. Baue es auch in der Mitte. Okay. Da. Die Bewohner brauchen einen Platz zum Arbeiten. Lass uns ein paar Jobs bauen oder so ähnlich. Jetzt, wo du Jobs hast, ist deine Population gesteigert. Ah ja, das sieht man hier oben. Okay. Deine momentane Bauhöhe ist auch gestiegen, weil nur bewohnte Gebäude zählen. So. Die rote Linie, die hier zeigt, wie hoch wir momentan bauen können. Damit du größer werden kannst, musst du die Linie höher laufen lassen. Um das zu machen, du brauchst du ein paar iconic Gebäude in deiner Stadt. Bau jetzt dein eigenes Haus. Okay. Setz es mal oben drauf. Level geschafft. Nice. Share? Nee. Machen wir weiter. Oh, die Höhe wurde erhöht. Folge den Dingsbums. Ja, okay, wie schnell verschwindet das? Also, hier sind Aufgaben und wenn man die anklickt... Okay, irgendwas stimmt da nicht. Einfach hier drauf drücken und dann bekommen wir 5 Münzen. Okay. Die...
Die Stromplantage macht schlechte Luft. Geh zu den Challenges im Hauptmenü, um die Bäume anzulocken und sie in deine Stadt zu bauen. Und wundere dich nicht, der Vorgang ist gespeichert, immer wenn du deine Stadt verlässt. Okay, oh nein, jetzt brennt es. Ich kann es nicht wegmachen. Ach so, Feuerwehrstation bauen und dann kann man das anklicken. Ich würde aber jetzt gerne mal die Bäume freischalten. Okay, irgendwie gibt es da noch Challenges, dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Und dann setzen wir mal hier noch eins hin. Und hier. Oh. Hilfe. Ich glaube nicht, dass das geplant war, dass das auf dem Kopf steht. Egal. So, und jetzt noch ein Job. Und schon bekommen wir viele Punkte. Ich mache noch eins davon hin und dann. Naja. Kann ich das irgendwie schieben? Ja, kann ich. Auf mein Haus noch drauf. Oh, und die haben jetzt keinen Strom mehr. Klappt das? Oh. Und jetzt brauchen die noch Jobs. Eins. Zwei. Machen wir noch eins hier, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Oh nein, ein Polizist wird ausgeraubt. Schnell. Ah, oh oh. Ist mein Ende. Nein, 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 nein. Oh Mann. Okay, ja. Okay, das war's. So schnell kann's vorbei sein. Ja, okay, Szenarios. Okay, da bin ich wieder. Okay. Szenarien: Berlin, London, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, oh, Seattle, Shanghai, Buenos Aires, New York und Tokio. Und die kosten alle 1.100 Münzen. Okay, und die kauft man sich dann. Okay. Hier sind wohl dann die Challenges. Hallo, lass uns einen Blick werfen auf diese wunderschöne graue Stadt. Energieplantagen generieren normalerweise eine Menge von giftigen Gasen, die deine Bewohner unglücklich machen können. Okay. So ein paar Bäume pflanzen. Großartig.
sehe, wie deine Residenzen starten gut auszusehen. Okay. Ja, wow. Da muss noch was. Hier sieht man kaum was. Okay. Sollen Terrassen oben auf die Häuser packen? Und dann kann man Bäume drauf machen, okay. Okay, es gibt Megablocks. Siehst du diese vier residente Blöcke da? Ja. Mach sie in einen großen Megablock. Um einen Megablock zu machen, brauchst du vier adjacent Blocks. Keine Ahnung, was das ist. Ach so, jeder Block muss die volle Kapazität haben. Also keine Vergasung oder so. Ja, okay, wir sollen ein paar Bäume da pflanzen. Ja, jetzt ist es zum Großen geworden. Da können mehr drin wohnen als vier normale Blöcke. Wenn wir mehr brauchen, Energie brauchen, dann sollen wir mehr davon bauen. Sollen wir davon einen Powerblock machen? Ein Megablock. Okay. Megablocks können auch in Wolkenkratzer gemacht werden, aber dazu später noch was. Okay, dann gehen wir mal zum Hauptmenü, denn die Folge ist vorbei. Dann ist es, glaube ich, doch ein Let's Play, die ganzen Challenges zu machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr wollt, dann lasst auch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.